willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr jetzt gerade gesehen habt, habe ich jetzt gerade draussen eine Rasse gemacht und jetzt machen wir auf den Weg Richtung Pfauenfeld ins Geschäft und gehen sonst noch ein paar kleine Sachen machen und ich wünsche euch im heutigen Video viel Spass. Und zwar sehen wir hier gerade zwei Töffel. Wie ihr gesehen ist mein Roller nicht da. Da liegt er daran, dass ich ihn am Kollegen ausgelehnt habe. Und darum muss ich jetzt mit dem Töffel auf Pfauenfeld fahren. Ich nehme das hintere hier, das ist ein Uhrmaxi. Da kennt man daran, dass der Kerzenstecker zum Beispiel oben am Zylinder ist und noch ein paar andere Sachen. Also es ist kein N, trotzdem, dass er keine Hinterradfederung hat. Da ist ein X30, ein handgeschaltener. Der ist jetzt mein Bruder, der nie vorher gehabt. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los. Ich bin jetzt gerade in Pfauenfeld angekommen. Schnell im Melectronics gewesen. Haben sie leider das neue iPhone noch nicht gehabt. Und dann bin ich noch in den Mobile Zone gegangen und dort haben sie es dann gehabt. Also angeschaut. Fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Also das Glas hinten ist ganz anders, finde ich, wie beim X jetzt zum Beispiel, da wo ich kann. Und ja, mal schauen, vielleicht kaufe ich es trotzdem noch. Ich bin noch nicht ganz sicher, weil ich habe das Gefühl, das Update ist nicht so mega gross gewesen. Das Größte ist eigentlich die Kamera, finde ich jetzt, und eben das Glas hinten, also ist ein bisschen stabiler. Und ich habe dann noch einen Drop-Test geschaut von meinem YouTuber und es ist wirklich ein Stückchen stabiler. Und ich würde sagen, jetzt gehe ich wieder auf den Highway. Den Schlüssel vom Geschäft habe ich vergessen, also nicht ins Geschäft rein können. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nachher gleich zuhause wieder. Und somit wäre es das schon wieder mit dem heutigen Video. Schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, dort ist ein Instagram-Account noch verlinkt. Dort erfahrt ihr immer die neuesten Updates, wo ich nicht ein Video daraus mache auf YouTube, sondern einfach so ein bisschen nebenbei. Und das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao zusammen!